So, ich bereite mal wieder ein Essen zu. Heute gibt es Pizza. Und das ist der Pizzakäse. Vegan. Fast low fat. Also der hat jetzt 25 Gramm Fett. Das kann man sich an einem Tag mal gönnen, selbst wenn man High Carber ist. Und da habe ich jetzt einfach Erdnüsse drin. Die meisten nehmen Cashews oder Mandeln. Erdnüsse sind einfach günstiger. Dann habe ich, also ich habe ca. 50 Gramm Erdnüsse drin. 150 Gramm Kartoffel, die ich vorher gekocht habe, mit 60 Gramm Möhre. Dann habe ich Pfeffer, Senf, Zitronensaft, Wasser, Paprikapulver, Knoblauch und ein bisschen Salz zum Abschmecken. Aber das ist im Senf eigentlich meist schon genug drin. Ja, das ist ungefähr die Menge und dann sehen wir uns gleich wieder bei dem Teig. So, die Pfanne ist ziemlich dreckig. Ich hatte da heute Morgen Gemüse gedünstet gehabt und habe jetzt eine feste Form, die sauber zu machen, weil ich die heute halt nochmal benutzen wollte. Und eigentlich muss man die nach 1000 Mal sauber machen, keine Ahnung. Also beim Teig ist eigentlich nur wichtig. Also im Prinzip kann man den aus Mehl und Wasser machen. Da ist wichtig, dass man erstmal nicht zu viel Wasser beigibt, sonst wird er zu klebrig. Aber man kann natürlich auch mal Mehl beigeben wieder. Der sollte aber halt nicht mehr an den Fingern kleben, dann ist die Mischung perfekt. Dann rolle ich den einfach mit irgendeinem Glas oder eine Flasche, eine Glasflasche, auf der Arbeitsplatte aus, ein bisschen Mehl halt drunter und drüber, damit das halt nicht so klebt. Die Dicke sollte nicht zu dick sein, er sollte aber auch nicht zu dünn sein, dann sind das eher Tortillas. Also was ich noch ganz gerne mache, ist ein bisschen Zucker reingeben. Wer möchte, kann auch Salz reingeben, das ist typischerweise so. Die meisten geben auch noch einen Teelöffel Olivenöl oder sowas dabei. Man kann statt Wasser auch Hafermilch nehmen, weil in vielen Rezepten wird halt normale Milch verwendet. Ja, und ansonsten ist das hier eine Pfannenpizza halt. Die Pfanne ist jetzt noch nicht heiß, aber wenn die heiß ist, dann dauert das nur 1 bis 2 Minuten. Dann, wenn das so ganz leicht anfängt zu dampfen, dann sollte man den umdrehen. Und ja, das ist jetzt Dinkelmehl übrigens, aus dem Netto für 1,40 € pro Kilo. Da ist zwischen Bio und Nicht-Bio, habe ich durch Recherchen herausgefunden, nicht so einen Unterschied, weil die so oder so durch die Beschaffenheit des Dinkels Fungizide einsetzen müssen und das dann sogar Bio genannt werden darf. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll da halt kein Unterschied sein und beim nächsten Mal werde ich aber trotzdem zum Ausprobieren mal Dinkelmehl holen. Also das eine kostet 1,40, das andere kostet 2,40. Ist aber auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ja, und nach 1, 2 Minuten wird es halt einfach umgedreht. Ich habe es jetzt aber falsch reingetan, sehe ich gerade. Moment. Weil, wie ihr gesehen habt, habe ich ja so einen Rand gebildet. Muss man nicht machen, dann hält die Soße besser. Deswegen hatte ich das voll schon drin und ich muss den halt erstmal so machen. Hier sind die Gemüsereste, die roten. Egal. Erst so rum machen, weil wenn man den umdreht, dann belegt man das halt schnell. Das muss halt zack zack hin, weil nach 1 Minuten ist das dann wieder fertig. Und ich glaube, wenn ich den umdrehe, mache ich sogar ein bisschen Olivenöl rein. Damit das nicht zu schnell wegbrennt, damit das Gemüse noch gedünstet wird, was oben drauf kommt. Ja, und dann packe ich dann einfach die Käsecreme noch drauf, die Tomatensoße, die mache ich aus 1 bis 2 frischen Tomaten, Oregano, ein bisschen Zuckerrübensirup oder ein anderes Süßungsmittel, Datteln oder sowas. Ja, und Tomatenmark vom DM, weil der ist salzfrei. Und dann habe ich insgesamt ein relativ salzfreies Rezept. So, das Ganze dünstet jetzt vor sich hin. Habe ich gerade es reingetan. Man sieht, es ist komplett fett mit dem Käse belegt. Und das war trotzdem nur die Hälfte. Also sind das gerade mal 12 Gramm Fett oder so. Mit den restlichen Zutaten, also dem Gemüse und dem Teig, sind es vielleicht 15 Gramm Fett. Das heißt, man kann sich sogar 2 davon oder 3 davon gönnen, wenn man den braucht. Ja, und dann gucken wir gleich mal, wann es fertig ist. Ja, eigentlich ist das nach 2 Minuten schon spätestens fertig, die andere Seite. Und deswegen hat es mich auch verwundert, wie das, wo ich das im Video gesehen habe, wie dann der Käse da zerlaufen ist und das frische Gemüse irgendwie weich geworden ist. Also das hat jetzt nach 2 Minuten noch nicht gereicht.
Deswegen habe ich aber auch das bisschen Olivenöl reingegeben, damit das nicht sofort wegbrennt. Und es haben sich dadurch wunderbare Aromen auch gebildet, nicht durch verbrannt, sondern schön angebräuntes. Also diese Aromen, die haben sich bisher ohne Öl nie entwickelt. Kann ich also nur empfehlen, so ein bisschen Öl beizugeben auf der Unterseite. So sieht das Ganze aus. Von unten ist das auch schön braun. Das Gemüse könnte weicher sein, ist aber in Ordnung. Ich mache mal den Geschmack. Wow, einfach wow, hätte ich nicht gedacht. Könnte sogar die beste oder zweitbeste Pizza sein, die ich je gegessen habe. Das ist eine kleine Pizza, man sieht es wieder in meiner Hand. Das ist eigentlich nur meine Hand. Aber schmeckt echt hammergut. Mit dem Dinkelmehl, Weizenmehl schmeckt mir einfach nicht. Dinkelmehl, habe ich gemerkt, tut mir auch wirklich deutlich besser. Und schmeckt mir besser und ist auch nicht viel teurer. Also Bio-Weizenmehl, da muss man unbedingt Bio holen, 95 Cent. Das Dinkelmehl jetzt 1,39 €. Dann habe ich einfach Salat draufgepackt, passt sehr gut dazu, finde ich. Zwiebeln und Zucchini. Das ist einfach das, was ich noch da hatte. Geil. Aber wie gesagt, mit dem ganzen Käse oben drauf sind es 15 Gramm Fett. So ein Ding. Ist mir auch schon zu viel Käse eigentlich. Habe ich jetzt gemerkt, die Hälfte hätte gereicht. Also 8 Gramm Fett. Kostenpunkt. Diese Pizza kostet 50 Cent. Und ich habe dafür gebraucht 10 Minuten. Pfannpizza.